Im letzten Jahr hatten wir einen Patienten, keinen Augenpatienten, sondern die Familie trat an mich ran in Kenia. Die hatte einen Sohn, der hatte einen Tumor im Kopf. Einen Tumor, der das rechte Auge schon ganz zur Seite drückte. Der Tumor wuchs schon aus der Nase raus. Und da haben die gesagt, kannst du helfen? Der war 18 Jahre alt und dann bin ich nach Hause geflogen und habe dann versucht zu helfen. Und es ist mir gelungen, ihm zu helfen. Das war also eine Aktion, wo ich mich oder meine Frau und ich haben uns ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe viel Kritik bekommen. Es hieß dann, wir können nicht der ganzen Welt helfen. Aber wenn Sie so einem jungen Menschen gegenüber sitzen, der schon abgeschlossen hat, das Gesicht total verformt, der nicht mehr durch die Nase atmen kann, dann überlegt man, kann man da was machen? Und ein Arzt in Mombasa hat mir empfohlen, lass ihn in Indien, es kann nur in Indien gemacht werden, sonst von den Kosten her. Wir haben dann eine Aktion gestartet hier, also Konea Help war nicht betroffen und haben dann Geld gesammelt. Die Familie musste den Flug bezahlen nach Indien. Er wurde operiert in einer 13-Stunden-Operation. Wir haben Krankenhausoperation bezahlt. Das waren ungefähr 5.600 Euro, die wir aufgebracht haben. Und ich habe ihn dann zweimal jetzt getroffen in Mombasa. Er geht zur Hochschule, genießt sein neues Leben, ist also ein total anderer Mensch. Man hat alles geöffnet, hat den Tumor rausgeholt, er war nicht bösartig. Er kann wieder durch die Nase atmen, er hat wieder ein gutes Gesicht und freut sich, dass er lebt. Das ist echt wow.